das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Ihnen guten Abend. Was würden Sie tun, wenn droht, dass die Wirtschaft um Sie herum zusammenbricht? Wenn kein Geld mehr aus dem Geldautomat kommt und wenn Ihre Vorräte zur Neige gehen? Richtig, Sie würden natürlich versuchen, sich selbst zu helfen. Oder noch genauer, Sie würden versuchen, sich ausschließlich selbst zu versorgen, so gut es halt irgendwie geht. Und genau dazu haben sich die Einwohner des kleinen Bergdorfes Karitina auf dem Peloponnes in Griechenland entschlossen. Sie wollen nicht mehr abhängig sein von Auswirkungen der griechischen Krise. Und weil Karitina in der griechischen Geschichte eine Rolle gespielt hat, war es früher auch auf dem 5000-Drachmenschein abgebildet. Karitina war nämlich der Heimatort eines sehr berühmten griechischen Freiheitskämpfers aus dem vorletzten Jahrhundert. Die Einwohner aber wollen nicht die alte Währung Drachme wieder einführen, sondern notgedrungen zum Tauschhandel übergehen. Stefanie Staus. Jeden Morgen derselbe Weg. Und das seit 5 Jahren. Seitdem Elias Mathes Rentner ist, kümmert er sich um seinen kleinen Bauernhof. Mittlerweile 20 Schafe, 17 Ziegen, ein Dutzend Hühner, Obstbäume und ein Gemüsegarten. In Karitina ist Elias aufgewachsen und hier in den Bergen mitten auf dem Peloponnes will er auch seinen Lebensabend verbringen. Elias versorgt sich und seine Familie selbst. Denn von seiner Rente müssen auch seine Tochter und sein Schwiegersohn leben. Beide sind arbeitslos. Wir haben wenig Geld und viel können wir nicht kaufen. Ich persönlich komme aus mit dem, was ich hier habe. Wer aber nichts hat, für den ist es derzeit schwer. Das ist klar. Hier ein Liter Milch, da ein Ei. Elias hilft aus, wenn andere im Dorf zu wenig zu essen haben. Immer mehr im Dorf teilen, was sie haben. Aus der Geldwirtschaft wird peu à peu eine Tauschwirtschaft. Selbst wenn sie im fernen Megalopolis an Geld kämen, würde sich das kaum lohnen. Wenn man kein Auto hat, um nach Megalopolis zu fahren, kann man es sich nicht leisten, die Rente abzuheben. Allein das Taxi dorthin kostet schon 20 Euro. Autos bleiben stehen, für Sprit reicht das Geld nicht. Deshalb organisieren sie jetzt Fahrgemeinschaften, nicht nur zum Geldautomaten, sondern auch zum Arzt oder ins 70 Kilometer entfernte Krankenhaus. Beim Referendum haben hier fast alle mit Nein gestimmt. Auch wenn Karitina einst den 5000-Drachme-Schein schmückte, zur alten Währung will hier kaum einer zurück. Wir sind in Sorge. Unser Leben wird jeden Tag schlechter. Wenn am Sonntag eine Lösung gefunden wird, hoffen wir, dass der Untergang aufhört. Denn dieser Untergang ist schmerzhaft. Wenn es kein Abkommen geben wird, wird es schlimm werden. Elias ist da schon etwas gelassener. Ein Drittel seiner Rente hat der ehemalige Polizist in den Jahren der Krise verloren. Er hat Tsipras gewählt, setzt nach wie vor auf ihn und dennoch vertraut er lieber sich selbst. Vom Staat sollte man nichts erwarten, denn unser Staat ist total zusammengebrochen und die Regierenden haben viele Fehler gemacht. Was soll ich dazu noch sagen? Was auch immer die Zukunft bringt, in Karitina beginnen sie, die tiefe Krise auf ihre Art zu lösen. Und in Brüssel begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Rolf-Dieter Krause. Griechenland muss, das wissen wir, bis Mitternacht konkrete Spar- und Reformvorschläge einreichen. Ist da inzwischen was passiert? Ja, die Liste ist angeblich in Brüssel angekommen. Das wurde jedenfalls bestätigt. Sie hat aber noch nicht den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Eine britische Zeitung berichtet unter Berufung auf Athener Kabinettskreise, dass darin Sparmaßnahmen in Höhe von 13 Milliarden Euro enthalten seien. Aber dafür gibt es bisher keine offizielle Bestätigung und schon gar nicht ist diese Zahl bisher überprüft worden. Also das Durchrechnen der griechischen Vorschläge, das wird jetzt erst beginnen. Rolf-Dieter Krause, die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF Lagarde, die hat inzwischen eine Umschuldung für Griechenland ja sogar richtig gefordert. Und auch EU-Ratspräsident Tusk fordert eine Einbeziehung der Schulden in die Verhandlungen. Das ist neu. Und woher kommt das denn plötzlich, dieses Entgegenkommen? Naja, zum einen war die Eurozone immer bereit, auch über Schuldenumstrukturierung zu reden. Aber dieses ist erstens
ein Begriff, der mit Inhalt gefüllt werden muss. Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Schuldenumstrukturierung. Ein Schuldenerlass, wie ihn sich die griechische Regierung eigentlich erhofft hatte, der ist von der Mehrheit der Regierungen der Euro-Länder ausgeschlossen worden. Er würde auch dem Vertrag widersprechen. Auffällig ist ja auch, dass Frau Lagarde nicht davon spricht, dass der Internationale Währungsfonds auf seine eigenen Forderungen gegen Griechenland verzichten will. Was möglicherweise gedacht sein könnte, wäre, dass Griechenland aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus Geld bekommt, um seine Schulden beim IWF oder bei der EZB zurückzukaufen. Die beiden haben ein massives Interesse daran. Frau Lagarde steht unter dem Druck der nicht-europäischen Mitglieder des Internationalen Währungsfonds. Sie wartet ja auch auf Geld aus Griechenland, das Griechenland bisher fällig geworden ist. Und die Europäische Zentralbank hofft, dass Griechenland zahlen kann, denn am 20. Juli werden da 3,5 Milliarden fällig. Und wenn die nicht kommen, dann würde die EZB sich dem Vorwurf aussetzen, dass sie mit Zentralbankgeld monetäre Staatsfinanzierung geleistet hat. Und das ist ihr verboten. Und das wäre das große Risiko für sie. Also, da muss sich noch eine ganze Menge bewegen, scheint mir. Vielen Dank, Rolf-Dieter Krause, erstmal nach Brüssel für diese Informationen und Einschätzungen. Die Griechen hoffen, dass trotz der Krise eine der Stützen ihrer Wirtschaft natürlich nicht zusammenbricht, und das ist der Tourismus. In der Regel boomen um diese Jahreszeit die sogenannten Last-Minute-Reisen. Bis zu 120.000 Mal täglich buchen internationale Gäste normalerweise in der Hochsaison einen solchen Spontantrip nach Griechenland, und derzeit sind es 40% weniger. Also, wir wollten wissen, wie sieht es genau heute zum Beispiel auf Kos aus, einer der beliebten griechischen Ferieninseln. Gibt es wirklich einen Grund, wegzubleiben? Sebastian Kistas ist heute früh um 5 Uhr von Frankfurt aus nach Kos geflogen, und er berichtet jetzt, was er dort heute erlebt hat. Noch 10 Minuten bis zur Landung auf Kos. Das Flugzeug ist leerer als üblich zu dieser Zeit. Ich bin gespannt. Wird das hier eine Reise auf eine Insel der Glückseligkeit inmitten der Krise? Oder spüren auch Touristen den drohenden Untergang Griechenlands? Ich bin jedenfalls der Einzige, der heute Morgen am Flughafen einen Mietwagen will. Ein Mitarbeiter erklärt mir den Weg zum Strand und was ihn derzeit bedrückt. Dieses dumme Referendum, sagt der Mann, der Streit mit Europa, es ist nicht unser Jahr. Gut 20% weniger Autos als im vergangenen Jahr zu dieser Zeit hat er jetzt vermietet. Am Strand im Norden der Insel macht Nicole Habermann aus Bielefeld mit ihrer Familie Urlaub. Melina duckt sich vergnügt unter Wellen weg, so wie es die Menschen auf der Insel mit der Krise versuchen. Es hieß, Lebensmittel wären mitunter knapp. Wie ist da Ihre Erfahrung? Können wir noch nicht sagen. Also man kann keine Knappheit an Lebensmitteln erkennen für den Moment. Im Vergleich zum Vorjahr? Ist es ein ganz bisschen reichhaltiger geworden. Die geben sich sehr viel Mühe in unserem Hotel, kann man so sagen. Die bemühen sich um uns mehr. Dass es hier nicht ganz so voll ist, finden viele Gäste toll. Ich fahre weiter in die Inselhauptstadt, wo viele Fähren in Richtung Türkei ablegen. Thomas Becker aus Paderborn plant einen Tagesausflug und freut sich doch auch schon aufs Wiedersehen mit der griechischen Insel. Und man merkt von dieser ganzen politischen Situation mit den Griechen überhaupt nichts. Man spürt auch von den Griechen gegenüber uns nichts, gar nicht. Man hat vorher schon mal drüber nachgedacht, gell, haben wir einen Urlaub gebucht, wir hatten den auch schon frühzeitig gebucht. Aber rundum total super positiv. Aber jetzt die Joker-Frage. Wie klappt's mit dem Geldautomat? 100 Euro, Tatsache. Da gibt's kein Problem. In der Maschine hat immer Geld drinnen und keine Schlange, Leute, wie das in der Fenster immer sagen. Ausländer bekommen hier problemlos mehr als 60 Euro am Tag aus dem Geldautomat. Es ist Abend geworden, Zeit fürs Hotel. Dimitris Papasarandis ist hier Direktor. Er ist in München zur Schule gegangen, seine Mutter ist Deutsche. Die Diskussionen in seiner Heimat verfolgt er täglich. Eine Rückkehr zur Drachme wäre für Griechenland eine Katastrophe, meint er. Wenn man zu einem Händler geht für Gastronomie, ich habe vor 2 Jahren mal gefragt, was ist griechisch? Gar nichts. Entweder die Sachen kommen aus China oder aus Europa, meistens aus Deutschland. Und wenn man dann wieder die Drachme hat, wird natürlich alles unbezahlbar. Er hat ein bisschen Angst vor dem Wochenende der Entscheidung. Angst, dass die griechische Krise auch die Urlaubsinseln erreichen könnte. Bislang hat sie diese weitestgehend verschont. So mein Eindruck
von diesem Tag auf Kos. Tja, und angesichts der Griechenland-Debatte gerät ein Thema in der EU etwas in den Hintergrund, auch wenn wir es in Berichten aus Griechenland ja immer wieder mal streifen, nämlich die Frage, wie soll Europa umgehen mit den Flüchtlingsströmen? Das sind Menschen, also mit den Menschen, die zum Beispiel bei Überfahrten übers Mittelmeer ihr Leben riskieren. Wir sehen hier den Friedhof für Flüchtlingsboote auf der italienischen Insel Lampedusa. Für Tausende stellt unser Kontinent eben trotz aller Schwierigkeiten, die wir gerade haben, immer noch eine Art gelobtes Land dar, beziehungsweise gelobte Länder. Denn es gibt ja 28 EU-Staaten. Und deren Innenminister konnten sich heute in Luxemburg nicht auf eine Quote zur Verteilung der Flüchtlinge einigen. Bettina Scharkus. Gerade noch rechtzeitig rettet die Küstenwache Dutzende Menschen aus diesem Boot, einer wackeligen Nussschale. Weit wären die Flüchtlinge damit wohl nicht mehr gekommen. 70.000 Menschen haben in diesem Jahr schon die gefährliche Überfahrt von Afrika nach Italien riskiert. 2.000 überlebten sie nicht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schlägt Alarm. Es kommen mehr und mehr Migranten nach Europa über das östliche Mittelmeer. Wir haben wirklich eine große Flüchtlingskrise in Europa. Italien bittet die EU seit Wochen um Unterstützung. Die Bundesregierung bietet an, gut 12.000 Flüchtlinge könne man zusätzlich aufnehmen. Deutschland möchte aber die Asylbewerber insgesamt gleichmäßiger in Europa verteilen. Länder wie Polen oder Ungarn blockieren. Deutschland trägt eine zu große Last zusammen mit wenigen anderen Staaten. Andere haben bisher keine Flüchtlinge aufgenommen. Das muss geändert werden. Die Sitzung dauert länger als geplant und endet enttäuschend. Die Minister finden keinen gemeinsamen Nenner. Es gibt nicht genügend freiwillige Zusagen. Einige Regierungen brauchen noch mehr Zeit und, wie soll ich es sagen, etwas mehr Schwung, um sich festzulegen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Der einzige Kompromiss, etwas mehr als 20.000 Bürgerkriegsflüchtlinge aus Lagern nahe der syrischen Grenze bekommen Schutz in Europa. Doch insgesamt sind mehr als 4 Millionen Syrer auf der Flucht. Es ist also nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Europa erlebt ein historisches Flüchtlingsdrama und die Regierungen reden seit Wochen darüber. Doch einigen können sie sich nicht. Ja, und wenn die Innenminister der EU zusammensitzen, so wie eben heute in Luxemburg, dann reden sie über tausende Flüchtlinge. Das ist eine enorme Menge, aber in der Masse natürlich auch anonym. Aber jeder einzelne dieser Menschen hat eine Geschichte und ein Schicksal und einen Grund, warum die eigene Heimat verlassen wurde, warum monatelange Strapazen und Gefahren in Kauf genommen werden. Lisa Show hat Flüchtlinge getroffen, die versuchen, über Italien mit dem Zug nach Deutschland zu gelangen. Das sind Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, aus Ländern in Afrika. Und sie haben oft buchstäblich Wüsten durchwandert und Ozeane überquert, um dann in Europa doch an Grenzen zu stoßen. Der Bahnhof von Verona am Morgen. Gleich fährt hier ein Eurocity nach München ein. Und Sie wollen mit. Ihre Fahrkarten haben Sie schon gekauft. Aber kurz vor Abfahrt taucht die italienische Polizei auf. Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung? Nein, Sie sind anscheinend illegal in Italien. Die Polizei nimmt Sie mit auf die Wache. Sie müssen da bleiben. Und der Zug fährt ohne Sie Richtung Norden. Vielen weiteren Polizeikontrollen entgegen und an vielen Flüchtlingen vorbei, die ebenfalls versuchen, nach Deutschland zu kommen. Zur gleichen Zeit in Rosenheim. Eine Streife der Bundespolizei bereitet sich auf ihren Einsatz vor. Manchmal kontrollieren sie auch Autos. Da greifen sie weniger Flüchtlinge auf, denn 2/3 kommen inzwischen mit dem Zug. Zum Beispiel mit dem Eurocity, der gerade aus Verona unterwegs ist. Wir werden in Kufstein zusteigen und schon mal sondieren, was drauf ist, und dann in Rosenheim entsprechend die Leute rausnehmen aus dem Zug. Wenig später am Bahnhof von Kufstein. Erst kürzlich haben die Beamten über 100 Flüchtlinge aus einem Eurocity aus Verona geholt. Unerlaubt Eingereiste, wie sie selbst die Flüchtlinge nennen, werden sie heute in diesem Zug aber nur wenige finden.
Ja, aber kein Pass dabei. Richtig. You need a passport. Because you're not Italian citizen. Kaum ist der Eurocity von Kufstein losgefahren, tauchen sie am Gleis gegenüber auf. Flüchtlinge, die versuchen, mit einem Regionalzug über die Grenze zu kommen. Unter ihnen Temeskin aus Eritrea. Seit über einem Jahr ist er auf der Flucht. Die letzten zwei Wochen schlug er sich in Italien durch. Die italienische Regierung sorgt sich nicht um uns Flüchtlinge. Deshalb wollen wir alle weiter nach Deutschland. Langfristig will Temeskin aber zu seinen Verwandten nach Norwegen. Doch so weit wird er erstmal nicht kommen. Denn in Rosenheim wartet die Polizei auf die Flüchtlinge. Obwohl er damit gerechnet hat, versucht Temeskin nicht zu fliehen. In Rosenheim holt die Bundespolizei alle Flüchtlinge aus dem Zug. Heute sind es 130. Ja, ich hoffe mal drauf, dass irgendwer eine Lösung findet. Das wird aber auf politischer Ebene entschieden. Und da muss ganz Europa eine Lösung dafür finden. Und wir machen halt so lange weiter. Temeskin und die anderen werden am Bahnhof durchsucht und dann mit dem Bus zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Probleme, denn eigentlich will ich in ein anderes Land weiterreisen. Die Bundespolizei hält für die Erstversorgung der Flüchtlinge eine Turnhalle bereit. Temeskin wird als einer der Ersten befragt. Damit er bleiben kann, muss er nun einen Antrag auf ein sogenanntes Schutzersuchen stellen. Er muss sich registrieren lassen. Später kann er dann einen Antrag auf Asyl stellen, allerdings nur in Deutschland und nicht in Norwegen, wo seine Verwandten leben. Morgen wird er in eine Erstaufnahmeeinrichtung nach München weitergeschickt. Die Endstation von Temeskins Flucht ist erstmal Deutschland. Zur Flüchtlingspolitik Europas jetzt ein Kommentar von Esther Shapira vom Hessischen Rundfunk. Platz ist da in Europa, aber wir geben ihn nicht her. Sitzen stattdessen breitbackig auf unserer Scholle und wimmeln Menschen ab, die alles verloren haben. In Sachsen gerade wieder hässlich anzuschauen. Dabei müssten doch dort die Menschen genau wissen, dass der Wunsch nach Freiheit und Wohlstand Mauern einreißt. Wir können die Zäune noch so hoch machen und die Menschen weiter ersaufen lassen. Es nutzt nichts. Verrammelte Gartentore halten in der globalisierten Welt niemanden auf. Wer sieht, wie reich, wie frei, wie friedlich wir leben, der hält das eigene Elend immer weniger aus und riskiert auch sein Leben. Europa geht es gut. Wir können und wir müssen teilen. Das ist eine gemeinsame Verantwortung für ganz Europa. Man muss die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern verbessern, höre ich dauernd. Ja klar, nur wie? Täglich wird die Liste der Länder, in denen keiner von uns auch nur einen Tag leben möchte, länger. Mehr als 4 Millionen sind allein aus Syrien geflohen. Wer noch die Kraft dazu hat, der flieht eben. So einfach, so verständlich. Bei uns schrumpfen die Dörfer, die Industrie sucht Arbeitskräfte. Da sind sie. Jung, lebenshungrig, hochmotiviert. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass auch viele kommen, die wir lieber nicht hier hätten. Und ja, jeder, der kommt, verändert auch die Gesellschaft, in die er kommt. Konfliktfrei wird das nicht. Islamismus, Fremdenhass, die nächsten Jahre werden ungemütlich. Aber wegducken geht nicht. Und unsere freiheitliche Demokratie ist stark genug. Wenn wir uns aber weiter davor drücken, Menschen in Not zu helfen, ist sie nichts wert. Vor nicht einmal 3 Jahren hat die EU den Friedensnobelpreis bekommen. Wofür eigentlich? Esther Shapira kommentierte. Und zur Frage, wie wir in Deutschland mit Flüchtlingen umgehen, wie wir sie jenseits der Politik willkommen heißen oder eben mancherorts nicht. Dazu hat sich heute der Bundespräsident geäußert. Mehr dazu der Nachrichten mit Susanne Daubner. Gauck nannte die jüngsten Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte abweichend von seinem Redetext widerwärtig und unerträglich. Bei einer Konferenz zum Thema Deutschland als Einwanderungsland mahnte der Bundespräsident, für das Miteinander sei jeder einzelne Bürger mitverantwortlich. In Deutschland hat es im ersten Halbjahr 2015 bereits etwa 150 Übergriffe auf Flüchtlingsheime gegeben. Fast so viele wie im gesamten letzten Jahr. Zum Abschluss ihrer zweitägigen Balkanreise hat Kanzlerin Merkel heute Bosnien und Herzegowina besucht.
Im Mittelpunkt ihrer politischen Gespräche in der Hauptstadt Sarajevo stand der Beitrittswunsch des Landes zur Europäischen Union. Die Regierung kommt bei den geforderten sozialen und wirtschaftlichen Reformen nur langsam voran. Das Land ist nach wie vor tief zwischen den verschiedenen Volksgruppen gespalten. In einem der größten Wirtschaftsprozesse der vergangenen Jahre hat das Landgericht Köln heute ehemalige Führungskräfte der Privatbank Saal Oppenheim zu Haftstrafen verurteilt. Das Gericht verhängte gegen einen der Angeklagten eine Gefängnisstrafe von knapp 3 Jahren. Die anderen 3 bleiben auf Bewährung frei. Nach Ansicht des Gerichts hatten die ehemaligen Gesellschafter dem Geldinstitut mit einem Immobiliengeschäft und riskanten Investments einen Schaden in Millionenhöhe zugefügt. Spekulationen über eine baldige Einigung im Schuldenstreit mit Griechenland haben den deutschen Aktienmarkt heute angetrieben. In Frankfurt schloss der DAX mit 10.996 Punkten im Plus. Der Dow Jones stieg leicht auf 17.548 Punkte. Mehr zur Lage an den Börsen in Fernost jetzt von Markus Gürne. Nach jedem Crash erreichen die Kurse irgendwann wieder festen Boden. Diese Hoffnung haben Anleger heute, wenn sie nach China blicken. In der Tat sind die Börsen in Fernost wieder stabiler unterwegs. In Hongkong lag der Index mit 3,7% im Plus, in Shanghai waren es plus 5,8%. Die Stützungskäufe der Regierung zeigen Wirkung, das Verkaufsverbot von Aktien auch. Aber die grundsätzlichen Probleme bleiben und sind nicht gelöst. Vor allem kleine Anleger sind meist ohne Kenntnis der Börse eingestiegen und haben gezockt. Das Geld dazu haben sie sich über Kredite besorgt. Nun ist die Blase in China geplatzt, die Kurse brechen ein, viel Geld ist verloren. Die Kredite aber müssen weiter bedient werden. Man muss davon ausgehen, dass es weiterhin Verkäufe und damit fallende Kurse geben wird. Das Urheberrecht im Internet war heute Thema am Bundesgerichtshof. Konkret ging es um die Frage, ob ein Internetnutzer das Urheberrecht verletzt, wenn er fremde Videos auf seiner Homepage einbettet oder in sozialen Netzwerken teilt. In einem Grundsatzurteil kamen die Karlsruher Richter zu dem Schluss, das sogenannte Framing ist grundsätzlich gestattet, allerdings mit einer Einschränkung. Der Rechteinhaber muss das Video zuvor für Internetnutzer frei zugänglich gemacht haben. Private Fotos vor öffentlichen Gebäuden sollen auch weiterhin in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden dürfen, allerdings nur in Ländern, in denen dies auch bislang erlaubt ist, etwa in Deutschland. Dafür hat sich heute das Europaparlament in Straßburg ausgesprochen. Die sogenannte Panoramafreiheit erlaubt Aufnahmen öffentlicher Gebäude und Kunstwerke auch dann, wenn die Fotos für kommerzielle Zwecke genutzt werden. In London hat ein Streik bei der U-Bahn für ein Verkehrschaos gesorgt. Hunderttausende mussten zu Fuß, in überfüllten Bussen und auf verstopften Straßen versuchen, zum Ziel zu gelangen. Die Angestellten der U-Bahn protestieren mit dem Ausstand gegen die geplante Einführung von Nachtfahrten an Wochenenden. Bislang müssen Nachtschwärmer in London nachts mit dem Bus fahren. Der Träger des gelben Trikots, Toni Martin, musste heute wegen einer Verletzung die Tour de France abbrechen. Ein bitteres Aus für Toni Martin. Die Diagnose: Schlüsselbeinbruch. Nach diesem Sturz 1 Kilometer vor dem Ziel. Eine Unachtsamkeit mit Folgen. Nachdem Martin im gelben Trikot offenbar das Rad seines Vordermannes berührt und mehrere Fahrer mitgerissen hatte. Vorne holte der Tscheche Zdeněk Stuba den Tagessieg. Minuten später rollte Martin über die Ziellinie. Hätte aber, weil der Sturz auf den letzten Kilometern passierte, das gelbe Trikot behalten können. Das aber ist für ihn mit gebrochenem Schlüsselbein nicht mehr möglich. Es klingt fast schon so ein bisschen wie ein Witz. Nach der lauten Diskussion um das G36-Gewehr der Bundeswehr, das Kritiker störanfällig und ungenau nennen, hat das ARD-Hauptstadtstudio jetzt herausgefunden, das Verteidigungsministerium lässt längst zu präzisesten Laserwaffen forschen. Mit Science-Fiction à la Krieg der Sterne hat es aber dann auch wieder nichts zu tun. Aber fabelhaft ist daran auf jeden Fall die Finanzierung. Die soll das Ministerium derart gestückelt haben, dass die einzelnen Tranchen der Forschungsgelder stets unter 25 Millionen Euro blieben. Und erst ab Beträgen darüber müssen die Ausschüsse informiert werden. Der Sinn: Die Forschung sollte offenbar geheim erfolgen. Doch Oliver Meyer-Rüth hat ein Dreivierteljahr recherchiert und er hat entdeckt, es gibt sie ganz konkret. Das Übungsgelände der Waffenschmiede Rheinmetall.
Verschiedene Ziele werden mit einer Laserkanone beschossen. Laser in Bereitschaft. Der Laserstrahl zerstört eine Granate oder den Patronengurt eines feindlichen Maschinengewehrs. Die Waffe ist auf dem Dach eines gepanzerten LKW installiert, lautlos und unsichtbar frisst sich der gebündelte Lichtstrahl durch Metall. Ein zweites Szenario, diesmal beim Rüstungsunternehmen MBDA. Eine anfliegende Drohne soll abgeschossen werden. Da machen wir es am Beispiel eines Feldlagers, das bedroht sein könnte durch anfliegende Drohnen oder Kleinfluggeräte. Da wäre jetzt ein heutiger Lasereffekt durchaus imstande, über eine Distanz von 3 Kilometer so ein Ziel zu bekämpfen. Der Laser setzt die Drohne in Brand. Seit Jahren finanziert die Bundesregierung mit inzwischen mehr als 80 Millionen Euro Steuergeldern die Forschung an der neuen Waffentechnologie. Doch noch im Herbst 2014 stritt das Verteidigungsministerium ab, eine technische Studie zu einem Gefechtsfahrzeug mit einer laserbasierten Waffe durchzuführen, so ein Schreiben an die Opposition im Bundestag. Dort fühlt man sich getäuscht. Also ich höre das jetzt zum ersten Mal. Es gibt ja einen Bereich im Haushalt für wehrtechnische Forschung, bei dem nie ganz klar war, wofür die Gelder eigentlich eingesetzt werden. Aber vor allem wird die Bundesregierung die Frage beantworten müssen, für was braucht man denn überhaupt solche Science-Fiction-Waffen bei der Bundeswehr? Auf diese Frage antwortet ein Sprecher des Verteidigungsministeriums schriftlich, man sei gezwungen, diese Technologie für die Zukunft der Streitkräfte zum Schutze der Soldatinnen und Soldaten zu prüfen. Intern argumentieren hochrangige Militärs auch mit der Präzision der Waffen. Also jetzt zu behaupten, diese Waffen sind doch viel präziser und damit besser, ist einfach albern. Sie können natürlich mit einer Laserwaffe genauso daneben schießen wie mit einer anderen Rakete. Und am Ende ist dann die Hochzeitsgesellschaft tot, wie wir es jetzt auch immer schon sehen. Die Industrie argumentiert neben der Präzision mit Kosteneffizienz. Eine entwickelte Laserkanone bräuchte keine Munition. So sehen Sicherheitspolitiker der Union im Bundestag die Entwicklung von Laserwaffen als ein Muss. Es ist deswegen schon die richtige Frage, will man sich damit nicht beschäftigen, weil man an irgendwelche Science-Fiction-Horror-Szenarien glaubt? Oder sagt man, wir müssen uns damit beschäftigen, weil sonst tun es andere? Wie weit fortgeschrittene Laserwaffen sind, zeigt auch dieses Firmenvideo, ein Radpanzer mit Laserkanone. In 2 bis 3 Jahren, so erklärt die Industrie, könnte die Bundeswehr die Technologie im Kampf einsetzen. Und das, obwohl bisher noch keinerlei öffentliche Debatte über Gefahr oder Nutzen von Laserwaffen stattgefunden hat. So, morgen ist Freitag, also fast schon Wochenende. Und für genau dieses hat uns Claudia Kleinert gestern die Rückkehr des Sommers in ganz Deutschland versprochen. Claudia, bleibt's dabei. Ja, Thomas, dabei bleibt's. Morgen kriegen wir das noch nicht so ganz hin, denn vor allem der Nordosten bekommt noch ziemlich dichte Wolken ab. Das haben wir auch heute gemerkt. Sie sehen auf dem Satellitenfilm hier über den Nordosten und Norden Deutschlands zogen immer wieder kompakte Wolken. Weiter nach Südwesten ist es dagegen wolkenlos. Und hier macht sich jetzt ein Hoch breit und macht sich auf den Weg nach Nordosten, also zu uns. Dagegen über der Ostsee immer noch ein Tief und das lenkt dann im Zusammenspiel mit dem Hoch doch relativ feuchte und auch kühle Meeresluft zu uns. Dementsprechend morgen zweigeteiltes Wetter. Das heißt, der Südwesten und Westen bekommt eine Menge Sonne ab. Da sind zum Teil über 15 Stunden, dann über der Mitte so 6 bis 15 Stunden. Und von Niedersachsen, nordöstliche Nordrhein-Westfalen rüber bis nach Brandenburg sind sogar weniger als 6 Stunden. Ganz im Nordosten Richtung Ostsee sieht es dann schon wieder ein bisschen sonniger aus. Also zweigeteiltes Wetter, das merkt man auch in der Nacht. Da hängen nämlich noch ein paar Wolkenfelder im Nordosten rum. Einzelne Schauer können hier fallen. Ansonsten oft sternklar und kalt wird es eben. Es fehlt die schützende Wolkendecke und in den Norden fließt halt auch recht frische Luft. Temperaturen gehen runter auf 12 bis 6 Grad. In höher gelegenen Tälern sogar um die 0 Grad mit der Gefahr von Bodenfrost. Dann der morgige Vormittag. Im Süden und Südwesten Sonnenschein, im Norden etwas dichtere Wolken. Ab und zu ist die Sonne aber auch da zu sehen. Und im Laufe des Nachmittags bleibt es eigentlich bei dieser Zweiteilung nach Süden und Westen. Sonne pur und dort auch sommerliche Temperaturen mit meist 22 bis sogar wieder 29 Grad im äußersten Südwesten. Im Norden meist 17 bis 19 Grad. Der Wind dazu dreht sich im Uhrzeigersinn um das Hoch, das sich uns immer mehr nähert. Im Norden und vor allem Richtung Nordsee, da merkt man ihn noch ordentlich. Da kann es auch stürmische Böen geben. Nach Süden hin schwacher Wind. Und Samstag dann Sonne für alle und Temperaturen von 23 bis 34 Grad. Also verbreitet sommerlich. Sonntag dann schon wieder Schauer und auch einzelne Gewitter. Zwischendrin zwar Kurzsonne, aber da wird es dann nicht mehr ganz so freundlich sein.
Aber Sonne für alle, Claudia, das war für mich der Schlüsselsatz. Vielen Dank dafür, meine Damen und Herren. Das war's von uns. Hier folgt im Ersten das jetzt richtig große Geschichte, und zwar verpackt in ganz großes Kino. Der dafür mit dem Oscar prämierte Daniel Day-Lewis spielt Lincoln in dem gleichnamigen Meisterwerk von, wem wohl, Steven Spielberg. Lassen Sie sich das nicht entgehen, und spätestens danach kommen Sie auch hoffentlich gut durch die Nacht.